Gesellschaft beeinflusst Individuen. Das wissen wir. Aber Individuen beeinflussen auch die Gesellschaft. Gesellschaft verändert sich in genau dem Maße, in dem Individuen sich verändern. Also etwas, was ich gerne sagen möchte, ist: Achte selbst auf dich. Was machst du, was machst du nicht? Wie lebst du? Wie achtest du auf ökologische Zusammenhänge, wenn du Auto fährst oder nicht Auto fährst, wenn du Licht einschaltest oder nicht Licht einschaltest, und auf die Weise wirkst du im Sinne von Natur auf die Gesellschaft, letzten Endes wir alle in Europa. Gelassenheit ist ein schöner deutscher Ausdruck, der eigentlich sehr einfach ist, weil er ist aufgebaut aus Lassen. Das Verb Lassen ist zum Substantiv Gelassenheit geworden. Also die große Frage ist: Können wir auch lassen? In Bezug auf die Ökologie, können wir es lassen, alles machen zu wollen, immer nur aktiv sein zu wollen? Vielleicht für die Ökologie, auch für die Ökologie von uns selbst, ist es besser, manchmal auch passiv zu sein und nicht machen, sondern lassen. Und das hat auch eine Bedeutung für die gesamte Menschheit. Müssen wir unbedingt um jeden Preis Menschheit bewahren, auch um den Preis, dass wir anderen Menschen Pflichten auferlegen wollen? Mit welchen Mitteln? Nein, wir können das lassen und können sagen, wenn wir nicht aus Freiheit zur Ökologie dieses Planeten finden, dann ist es vielleicht besser, es gibt keine Menschheit. Dann können wir die Menschheit lassen. Auch wenn mir das in der Seele wehtut, aber ich möchte nicht andere Menschen zwingen zu ihrem Glück. Das moderne Leben bisher ist auf Verbrauch angelegt. Wir verbrauchen Stoffe, wir verbrauchen Energie. Wir machen uns keine Gedanken, woher kommt diese Energie, wir verbrauchen sie. Sie wird nicht regeneriert. Wir können sie nicht neu gebrauchen, weil wir sie verbraucht haben. Mein Vorschlag ist: Ersetzen wir das Wort Verbraucher durch Gebraucher. Wir gebrauchen sorgfältig alle Dinge, die wir benutzen. Wir machen uns Gedanken, woher kommen diese Dinge, wohin gehen diese Dinge, damit nach Möglichkeit ein Kreislauf entsteht. Das erfordert aber ein klein wenig Überlegung. Während Verbraucher, dafür brauche ich keine Überlegung. Ich konsumiere einfach. Ein Gebraucher überlegt. Auch wenn ich esse, überlege ich, was esse ich. Woher kommt das? Wie ist das angebaut worden? Welche Stoffe sind dort? Was machen diese Stoffe in meinem eigenen Körper? Letzten Endes, in meiner Überzeugung, das Leben als Gebraucher ist unendlich viel interessanter, weil ich viele, viele Zusammenhänge auf diese Weise kennenlerne und darauf achte.